Hallöchen Mädels, ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mein Fazit zu meinem Projekt Mach sie alle. Und ja, ich sage schon mal im Vorfeld, ich werde euch gleich noch was dazu sagen auf jeden Fall, also zum Ablauf und wie viel ich aufgebraucht habe und so, aber ich kann euch im Vorfeld schon mal sagen, dass ich sehr, sehr überrascht bin und dass es wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass ich so ein Projekt veranstaltet habe. Mehr dazu am Ende des Videos und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ich sag euch noch die restlichen Zahlen, lese ich euch vor. Ich habe das auch im Vorfeld wieder abgewogen alles, damit es einfach schneller geht und ich würde sagen, wir steigen ein. Ja, Mädels, und da beginnen wir mit diesem schrecklichen Produkt und ihr seht vielleicht, es ist leer. Ja, ich freue mich wie Bolle, wirklich. Ich habe mir so ein Schnitzel gefreut, als ich es endlich leer hatte. Und ich kann euch sagen, ich werde so ein Produkt oder dieses Produkt oder auch irgendein anderes Produkt in dieser Art nicht mehr kaufen. Und sollte ich das tun, dann schreibt mir bitte unter die Kommentare, du dumme Nuss, warum hast du das getan? Weil das geht gar nicht. Also meine Haare waren da danach strohig und spröde und ja, jetzt mittlerweile, wo ich es nicht mehr benutze, also es ist schon ein bisschen länger leer, merke ich, dass meine Haare sich langsam wieder erholen, wirklich, und wieder ein bisschen geschmeidiger werden. Und von daher, ja, das war ein absoluter Griff ins Klo. Kann ich euch sagen, und ich sage euch jetzt noch, wie viel da drin ist, also wie viel die Verpackung wiegt. Und zwar sind das 74,66 Gramm. Und aufgebraucht habe ich diesen Monat davon 33,69 Gramm. Ja, ihr habt es gesehen, das war ja nicht mehr so viel drin. Ich glaube, so bis hier ungefähr. Und von daher wusste ich schon, dass ich das leer kriegen werde. Genauso wie bei dem Produkt hier, das ist der Garnier Wahre Schätze Ahorn Balsam. Das ist eigentlich so ein Leave-In-Pfleger, aber ich habe es nachher als Kur benutzt oder als Spülung. Und das ist auch leer. Und das hat noch 105,50 Gramm, also diese Verpackung hier. Und aufgebraucht habe ich davon 69,31. Ja. Das wäre dann Nummer 8, die leer wäre. Und jetzt kommen wir zu den beiden letzten, weil die anderen Produkte hatte ich euch ja schon gesagt, dass sie leer sind. Die hatte ich euch schon gezeigt. Und zwar sind das diese beiden hier. Ja, und ihr seht es vielleicht. Sind natürlich nicht leer, ne? Ich meine, das wäre auch utopisch gewesen. Aber ich habe ein Hitzepan. Und zwar direkt zwei. Ja, einmal hier und einmal hier. Und ich habe mich auch hier wieder gefreut wie ein Schnitzel, könnt ihr euch vorstellen. Und ich sage ganz ehrlich, ich war so kurz davor, das wirklich auszusortieren, weil ich gedacht habe, oh, das nervt mich einfach. Aber jetzt, wo ich dieses Hitzepan sehe, hat mich irgendwie wieder der Ehrgeiz gepackt. Also kennt ihr das, wenn ihr euch vornimmt, ja, jetzt fliegt es raus und dann seht ihr, oh, es ist ein Fortschritt zu sehen und jetzt müsst ihr weiter kämpfen und ehrgeizig sein und von daher. Ja, es ist zwar nicht leer, aber ich werde das nicht aussortieren. Ich habe mich echt schwer getan und habe lange, lange überlegt und nach mir so, sollst du nicht. Aber jetzt, wo ich diese beiden Löcher da sehe, wie gesagt, hat mich der Ehrgeiz so ein bisschen gepackt und deswegen werde ich es weiter benutzen, auf jeden Fall. Zumal das Produkt an sich ja nicht schlecht ist, ne? Es ist halt nur die Verpackung, die mich nervt und ja, es gibt bessere, aber man kann das benutzen auf jeden Fall. Aber ich sag euch auch hier mal, nachdem ich umgeblättert habe, ich habe nämlich hier wieder mein Buch, ne, wie immer, wie viel das noch hat. Im Moment sind das 44,94 Gramm und aufgebraucht habe ich diesen Monat davon 1,06 Gramm. Zum Vergleich mal, im letzten Monat waren es 0,9 Gramm, also ich habe es deutlich mehr benutzt, das habe ich auch gemerkt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich den Pinsel gewechselt habe, weil ich bin da mit einem großen Blush-Brush reingegangen von Retechniques, vielleicht liegt es daran. Und auch mit so einem großen Fächerpinsel. Keine Ahnung, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da zwei Hitzepans drin habe. Ja, keine Hitzepan habe ich natürlich bei dem hier, ne? Ihr hört es immer noch rascheln. Das Essensblush hat im Moment noch 22,52 Gramm und aufgebraucht habe ich 0,19 Gramm. Auch diesen Monat wieder mehr als letzten Monat, da waren es nämlich 0,08. Ja, da war ich auch fleißiger mit. Was ein bisschen daran liegt, ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt geschummelt ist, aber ich habe diese vorderstes Zeug habe ich abgekratzt, weil der hat überhaupt keine Farbe mehr abgegeben. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt kratzt du das da ab. Und dementsprechend sind es natürlich auch ein paar Gramm weniger, ne? Das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Das will ich euch auch nicht verschweigen an dieser Stelle, aber es ging nicht anders. Und von daher, ja, sind das so viel. Zu diesem Produkt muss ich sagen, ich wollte auch dieses aussortieren, aber ich habe mich für eine Art Zwischenlösung entschieden, weil mich dieses ja, Geklacker hier, ich mach das mal wieder zu, wenn es denn gehen würde, so, weil mich das so ein bisschen nervt, habe ich mich dazu entschieden, dieses Teil, was mir abgebrochen ist, also das hier wegzuschmeißen und dann nur noch das zu benutzen, weil ja, das ist einfacher und praktischer mit dem Pinsel da rein und von daher mache ich das so. Ich sortiere das auch direkt aus.
Und behaltet den Blush, also ne, ich zeige euch das nochmal, dann habt ihr halt nur noch diesen, ja, diesen Boden davon. Ich denke mal, da wird nicht mehr so viel drin sein, wie ich das sehe. Hoffe ich zumindest. Und von daher, ja, machen wir das so als Zwischenlösung. Und das war's von meinem Projekt quasi. Es ist beendet. Ich wollte euch jetzt noch ein bisschen was zu dem Projekt an sich sagen und dann auch noch so ein paar harte Fakten, weil ich einfach finde, dass das dazugehört. Und ich würde sagen, ja, wir fangen mit den harten Fakten an, also mit den Zahlen sprich. Und ich habe mir das wirklich ausgerechnet, weil ja, wenn ich sowas mache, dann mache ich das auch richtig. Na, ihr wisst das, ganz oder gar nicht, ist mein Motto da. Und ich habe ausgerechnet, dass ich insgesamt in diesem ganzen Projekt jetzt 513,17 Gramm aufgebraucht habe. Also quasi ein halbes Kilo Produkt. Und das ist so eine Sache, um mal in mein Fazit einzusteigen, wo ich mir ganz klar sage, ja, das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Und das hat was gebracht, gezielt Produkte auszusuchen, die ich vielleicht nicht so mag oder wo ich sage, die haben lange bei mir im Schrank gestanden und die möchte ich jetzt endlich aufbrauchen. Und von daher finde ich diese Projekte allgemein sehr gut. Ich habe ja noch ein anderes Laufen mit ein paar anderen Mädels hier bei YouTube, wo ich 20 Produkte habe. Ja, übrigens, das Update dazu werde ich jetzt im Anschluss drehen, weil ich jetzt einmal geschminkt bin. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, ich habe da auch mal Bock drauf oder so, dann können wir das auch gerne zusammen machen. Wie gesagt, ich mache sowas immer gerne, so Kooperationen mit anderen YouTubern. Wenn nicht, dann mache ich es, wie gesagt, auch alleine. Ich habe auch schon so ein bisschen was im Sinn, was ich mir aussuchen werde. Ich habe mir überlegt, weil ja noch mein anderes Projekt mit den Mädels läuft im Moment, dass ich jetzt mal ja, einen Monat Pause machen werde und mal so ein bisschen wieder das benutzen werde, was ich gerne mag oder mal immer so mal wieder was. Ne? Weil ich doch ein Mensch bin, das habe ich gemerkt, verstärkt, der sich gerne neue Produkte kauft, der gerne neue Produkte testet. Ja, sie dann auch testet und meistens auch darüber berichtet, ne, in Videos, aber das Produkt dann, wenn es jetzt nicht der ultimative Kracher ist, irgendwo im Schrank verschwindet und dort sozusagen verschimmelt und ja, wie soll ich sagen, da ist mir das Geld einfach zu schade für, bin ich ehrlich. Von daher, ja, möchte ich solche Produkte öfters, solche Projekte öfters veranstalten und habe mir da auch schon, wie gesagt, ein paar Produkte so rausgeguckt, die ich dann verwenden werde. Ja, von daher, seid gespannt, welche das sein werden und wenn ihr dann Bock habt, wieder einzuschalten, dann seid ihr dazu herzlich eingeladen. Ja, Mädels, das war's schon. Ich hoffe, dieses Projekt hat euch Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, zuzusehen, wie ich die Produkte aufbrauche. Und es war nicht zu langweilig für euch, weil ich weiß immer, ja, so Zahlen und Fakten sind halt immer sowas, das muss man halt gekonnt verkaufen können, ne, einfach. Das merke ich halt auch selber, wenn ich selber solche Videos gucke. Ich gucke zum Beispiel wahnsinnig gerne Beauty-Inventuren, mache ja auch selber eine, aber scheue mich immer so ein bisschen davor, sie euch zu zeigen, weil ich weiß, okay, das sind ganz, ganz viele Zahlen, ne? Eigentlich nur Zahlen. Und das musst du halt irgendwie verkaufen können im Video, ohne dass es langweilig wird. Und ja, ich glaube, das kann ich einfach nicht. Und von daher, das ist der Grund, warum ich noch keine eigene Beauty-Inventur gemacht habe. Aber ja, ich finde einfach, diese Zahlen gehören dazu, wenn man so ein Projekt macht, so ein Aufbrauchprojekt. Oder auch in einer anderen Form, indem man sich markiert oder was. Ich habe mich jetzt für die Variante mit der Waage entschieden, weil ja, ich auch sehen wollte, wie viel Gramm ich wirklich schaffe, aufzubrauchen in diesen 3 Monaten. Und ja, auch auf die Gefallen, dass ich mich wiederhole. Ich habe da schon ordentlich was geschafft, finde ich. Und bin auch ein bisschen stolz auf mich, wenn ich ehrlich bin, dass ich es so gut durchgehalten habe, wirklich. Ich meine, ich habe den Blush und das Contour-Kit nicht aufgebraucht, aber ja, das war mir auch von vornherein klar, dass das nicht möglich sein wird, aber von 5 dekorativen Produkten 3 aufzubrauchen innerhalb von 3 Monaten, finde ich schon. Ja, da habe ich schon ordentlich, wie soll ich sagen, Ehrgeiz bewiesen und von daher bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, was das angeht. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, macht es euch fein und ja, wir sehen uns. Tschüss!